Ja, hallo zusammen, hier ist der Fuchskommissar 70 mit einem weiteren Gastreplay. Hier haben wir wieder neue Mitspieler auf meinem Kanal. Und dieses Video habe ich auch, also das Replay habe ich aus der Facebook-Gruppe World of Tanks Germany. Dann haben wir hier den Knackmaus 89 aus dem Clan After mit der 4 geschrieben. 9er Light der Franzosen in AMX 1390. 4 Schuss Autoloader auf Ruinenberg, Standardgefecht im Norden gestartet. Fährt in die Mitte zum Spotten. Macht schon mal den gegnerischen 1390 auf. Und den Leopard PDA. Den verpasst er schon mal eine 220. Leichter Low-Wall. Denn der Damage ist bei 240. Und der Durchschlag 205 auf der normalen APCR. Die hat er 12 mal dabei. Und 24 mal Premium. Premium-Munition hat er gerade durchgeladen. Die hat 248 Durchschlag. 4 mal AE mit 320 und 45 Durchschlag. 2 Gunmax hat er drauf. Aber jetzt kommen wir erstmal zur Verteilung. Ein reines 9er Gefecht und wir haben 5 Heavys, 5 mittlere Panzer, 3 TDs, ein Light und einmal die Arti. Dann haben wir noch ein kleines Red Kit, kleines Med Kit und den automatischen Feuerlöscher. Mission ist nicht ausgewählt. In-Clip-Reload-Zeit ist hier bei dem Gerät 2,2 Sekunden, je nachdem wie Crew und natürlich, was man verbaut hat. Ich schätze, er wird nur 2 Sekunden haben. Aber hier zeigt er an 2,21. Aber das, naja, ich glaube, das ist nicht ganz, ein bisschen weniger wird es wohl sein. Sein, der hat ja bestimmt schon eine gute Crew da drauf. Ja, 4 Schuss Reload dauert hier, ich glaube, gesehen 21,5, ne? Oder so in den Dreh. Kommen wir später zu. 64 km/h fährt die Butze vorwärts. Im Moment steht er ja ein bisschen und versucht hier Gegner aufzumachen. 23 rückwärts. 6 Grad kriegt er die Kanone nach unten. Sichtweite 380 Meter. Einziehzeit 2,59 Sekunden. Somit habe alles durchgearbeitet. Wir schauen mal, was hier noch so im Start kommt. 2 Schuss hat er noch drin. Ach, jetzt wurde von der Badget 25 Tonnen penetriert. Wo steht die denn? Ach, da unten auf F6 steht die. Ja, jetzt geht er doch in Reload. Bisschen lang gewartet, aber naja, ist auch egal. Fährt er jetzt wieder zu dieser Position? Obwohl die Badget da ist. Okay. Eins, zwei steht es. Ja, wie erwartet. Alle Heavys sind in der Stadt. Und hier oben tobt noch der Leopard rum. E50 als Gegner. Also E-Leopard PDA ist ja der Gegner. Und E50, Scharfrotur 4. T54 tobt hier rum. 2 Scharfrotur. Ne, einer ist in der Stadt. Sehe ich gerade. Auto-Aim auf die Badge 25 Tonnen. 2 Schuss rein. 3 Schuss rein. Oh, da nimmt er sich einen. Und. Huiuiuiui. Tja, er nimmt die Badge 25 Tonnen raus. Kriegt aber welche rein. Von den Leopard PDA und vom 3AMX 1390 der Gegenseite. 180 Hitpoints bleiben ihm. Das war ein teures oder ein teurer Kill, besser gesagt, war das. Da die Wedgehead 25 Tonnen rauszunehmen. 3 zu 4. Okay. Ist ein gefährlicher Panzer, die Wedgehead 25 Tonnen. Aber war ein schlechter Tausch, würde ich mal so sagen. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, 180 Hitpoints. Aber dieses Replay wäre nicht entstanden, ne? Wenn es nicht anders ausgehen würde. Ist ja wohl klar. Vielleicht hat er auch gedacht, er kommt da ungeschoren wieder weg. Dass da nun 2 drauf penetrieren. Na okay. Ist halt so. Muss er mit leben. So, T54 hat erstmal ein Leopard PDA angegriffen. 1390, der Gegenseite steht da hinten. Kann er nichts machen.
Ah, jetzt fährt er doch rüber. Seine Teammitglieder fahren auch mit in die Mitte. Was haben wir denn da Schönes gefunden? Den Conway. Oh, jetzt ist er aufgegangen. Oh, ist gefährlich, ist gefährlich, ist gefährlich. Los weg hier. Ehe der Waffenträger auf Panzer 4 hier das, ihn aufs Korn nimmt. Aber der Panzer, Quatsch, der Waffenträger auf Panzer 4 wurde aufs Korn genommen. So, Conway gerade mal so um die 60 Hitpoints. Nein, der ist rausgegangen. Und ja, beide rausgegangen. Der Waffenträger auf Panzer 4 auch rausgegangen. 18-9 steht es. AMX-1390. Auto-Aim drauf. Und raus damit. Zweiter Kill. 19-9 steht es. Sind wir 2272 Damage, 1877 Aufklärungsunterstützungsschaden. Er hat seine 180 Hitpoints behalten. Alles gut. Er fährt doch mal ganz frech an der, mit dem Wrack der Batchet 25 Tonnen vorbei. Nein, kleiner Spaß. So. Schuttberge gibt es zu sehen. Eine Kirche, eine kaputte. Und jetzt wartet er ab, ob was da quer fährt. 11 Premium APCR hat er noch dabei. Ja, wie gesagt, so wie es aussieht, ist er auch auf Weg zur dritten Gunmarke. Stelle ich mir das etwa vor. Es kann aber auch sein, dass er die Munition ausgewählt hat, weil es hier ein reines 9er-Gefecht ist. Dass er da verlässlich durchschlägt. Mit seinem 248 Durchschlag. Bei 205 ist doch ein bisschen wenig, ne? Schätze ich mal. Ja. So, Objekt 430. Oh, schön. Heck rein. Und nochmal in die Seite. Jetzt aufgegangen. Jetzt müsste er sich leicht verkrümeln. Ja, nicht, dass die Arti noch auf ihn splasht. Immerhin ist es die 9er Amerikaner. Die darf ihn auch nicht so in der Nähe treffen. Ist auch so um die 10, 11 Meter oder 12 Meter hat die Radius. Ein Reload von 40 Sekunden zwar, aber naja. So, das Objekt kommt ganz übermütig. Und dann geht der erste Hit rein und der zweite. Jetzt geht er auf, jetzt muss er aufpassen. Oh, wunderbar. Ah, da wurde ihm geholfen. Schätze vom Scharfotur oder so. Ist auch egal. 11 zu 11 steht es. 3529 Damage. 2580 Aufklärungsunterstützungsschaden. So, E75, 36 HP, mach's gut. Ich glaube, da fährt er jetzt. Nein, doch nicht. Das macht er nicht. Das macht der Scharfotur. 3. Ui, 50 TP. Ja, da steht noch ein Wrack davor. Jetzt erstmal ab in Reload. Die letzten Premium APC rein. Ja, trockene Nights. Ja, heute habe ich eine ganz schlechte Nachricht bekommen. Und zwar habe ich ja eine, so eine Dorfleitung. 50.000 und 10 Upload. Das ging vor 4-5 Wochen los mit dem Theater, dass ich nur noch 2,9 Upload habe. Und dann kam Techniker. Viermal kam Techniker. Heute waren zwei Techniker da. Und nun ist es rausgekommen. Mir wird die 50.000er Leitung wieder weggenommen. Weil
weil sie nicht die 10 Upload erreichen können, sondern nur zurzeit 5, also 5,3. Und mein alter Vertrag ist 32er Leitung mit 5,5 im Upload. Sorry. Ja, das ist ärgerlich, weil die YouTube-Videos brauchen dann wieder 10 Stunden. Da freue ich mich doch. Dankeschön, Telekom. Statt die Leitung zu reparieren, werde ich einfach kastriert. So, die Runde ist vorbei. Vierter Kill und wir sehen uns in den Stats. So, und dann sind wir bei den Stats. Ja, als Überschrift Ruinberg Scout Massaker. Okay, kann man auch mal so nennen. Ja, kleines Massaker. Dann haben wir hier das Panzersten, Speer, Schläger, Duelland, Kämpfer, Wirkungsfeuer, 187.170 Credits, XP, später. Und dann gehen wir in Teamscore, 4.231 Damage, 4 Kills, 1.322 Basis-XP. Und dann gehen wir in den Report rein, 25 Mal geschossen, 21 Mal getroffen, 19 Mal durchschlagen, 662 Damage über 300 Meter. Dann haben wir 2580 Aufklärungsunterstützungsschaden, macht einen kombinierten Schaden von 6811. Ja, Distanz 5 Kilometer, dafür gab es 44.780 Credits, dann gab es hier Missionsbonus 120.000. Also irgendeine Mission, irgendeinen Auftrag hat er im Hintergrund offen. Weiß ich jetzt nicht, kann er ja drunter schreiben noch, wenn er möchte. Ja, und abzüglich Repair und Munition bleibt ein Plus von 60.167 Credits. Die Spielzeit 10 Minuten 31. Und dann gab es dafür die Basis-XP mal 4. Das ist ja jetzt hier Wochenende gerade dieses Bonus-Event. Das macht dann 7.932 XP und 396 freie Erfahrung. Ja. Schöne, nette, kleine Runde und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.